Im zweiten Pokal-Halbfinale waren die Rollen klar verteilt. Der SV Nicker Heidelberg, der krasse Außenseiter. Bayer Uerdingen, der alles überragende Favorit. Amtierender deutscher Meister, Pokalsieger der letzten drei Jahre. Und in der Liga ist man ungeschlagen Erster. Und von Beginn an ließen die Ladies aus Nordrhein-Westfalen in den hellen Kappen von rechts nach links keine Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. Claudia Kern, erster Angriff, erstes Tor, die Führung. Wie deutlich die Unterschiede sind, zeigt die Tatsache, dass die Heidelbergerinnen sich freuen, dass sie die bis dato knappste Niederlage aller Ligateams gegen Uerdingen kassierten. Nur mit 12:17 hatte man damals das Nachsehen. Luise Zimmermann wollte es diesmal gerne noch knapper gestalten. Ihr erster Treffer markierte das 1:2 aus Heidelberger Sicht. Was folgte, war die erste Tempoverschärfung der Titelverteidigerinnen. Willen Vosseberg markierte hier bereits das 5:1 für ihr Team. Der komfortable Abstand war hergestellt und wurde fortan nicht mehr hergegeben. Wieder ist es Billin Vosseberg, die abschließt. 8:3 die Führung. Den Heidelbergerinnen gelang es nie, so wirklich Zugriff auf die Partie zu bekommen. Und so durfte bei den Seidenstadt-Girls jede Mal ran. Die Mannschaftsführerin Claudia Blomenkamp mit den Treffern 9:4 und 10:4. Nach dem Seitenwechsel hieß die Devise für das Team von Kai von der Bosch: bloß nicht abschlachten lassen. Vorneweg ging seine Tochter Sina. Das 5:11, nur einer ihrer 6 Treffer der Partie. Aber was die Hessinnen auch taten, es reichte nicht. Helena Kammermeier stellte mit dem 16:6 die höchste Führung für die Ladies aus Uerdingen her. Uerdingen nahm nun die 20-Punkte-Grenze ins Visier. Berlin Vosseberg mit dem 19:9. Aber dieses Ziel blieb ihnen am Ende verwehrt. Der Schlusspunkt gehörte den unterlegenen Heidelbergerinnen. Des Trainers Tochter beendet die Partie mit dem Treffer zum 12:19 Endstand. Wir haben unser Bestes gegeben und dann kamen ein paar Einbrüche. Aber es war eigentlich ein gutes Spiel. Wir haben gut gekämpft. Es ist natürlich immer Luft nach oben. Der 2,5 Viertel waren für mich okay, aber wir sind wesentlich besser und können auch viel mehr leisten. Aber die letzten 1,5 Viertel haben mir nicht sehr zugesagt, weil wir viel zu viele Gegentore bekommen haben. Viel zu viele einfache, dass die Kommunikation nicht gestimmt hat in der Abwehr und wir vorne dann eben die Chancen noch nicht genutzt haben. Im Finale dürfte es für die Uerdingerinnen dann aber wieder eine Nummer schwerer werden. Es warten die Ladies des SV Blau-Weiß Bochum. Also eigentlich ist es so ein bisschen das, was wir auch vorher gesagt haben, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Wir haben letzte Woche in der Bundesliga gegen Bochum gespielt. Da muss ich sagen, das Spiel war nicht ganz so gut von uns. Von daher haben wir da schon eigentlich das Ziel, um einiges da besser dazustehen morgen als letzten Samstag. Heidelberg kämpft gegen den ETV Hamburg um Bronze.